Hi, hier ist Michael von MyGimTutorial Channel. Heute geht's weiter mit Darktable Tutorials oder mit einem Darktable Tutorial, in dem ich euch zeigen möchte, wie man über drei bzw. vier Anleitungen Schwarz-Weiß-Fotos erstellen kann. Ich habe dazu hier diese Vorlage gerichtet, die findet ihr wie immer in der Beschreibung des Videos, damit ihr das nachbauen könnt. Ja? Als allererstes werden wir mal den offensichtlichen Weg sozusagen wählen. Das wäre hier über dieses Modul Monochrom. Wenn ich das hier einschalte, dann habe ich natürlich hier gleich ein Schwarz-Weiß-Bild erzeugt. Und ich habe hier diesen Kreis, den kann ich verschieben innerhalb dieser Farbgebung und kann dann dementsprechend das Bild ein bisschen abdunkeln oder aufhellen und so weiter. Ich kann natürlich auch über dieses mittlere Mausrad den größer machen, kleiner machen, um das dann so zu verschieben. Ja? Okay, also das wäre die erste, sagen wir mal, offensichtliche Möglichkeit, um ein Schwarz-Weiß-Foto zu erstellen. So. Die zweite Möglichkeit ist ein einfacher Weg. Das geht über die Farbkorrektur. Das habe ich hier gerichtet, das Plugin. Schalten wir hier zu. Gehen hier hin, machen das auf. Und stellen bei der Farbkorrektur einfach die Sättigung auf 0. So, auch hier hätten wir dann ein Schwarz-Weiß-Foto erstellt. Relativ schnell, einfach, ohne viel Schnickschnack. Ja? Einschalten, ausschalten. So, das wäre also der einfache Weg. Das schalte ich jetzt wieder aus. Der künstlerische Weg wäre über das Farbbereichs- oder Farbzonenmodul. Ich schalte ich jetzt hier mal ein und hier ist der Farbton eingestellt und die Sättigung hier. Und jetzt können wir hier an unseren Punkten hier nach unten ziehen und so können wir das Bild zu einem ja, monochromen Bild umwandeln. Über sozusagen der künstlerische Weg bleibt uns hier. Hier können wir einfach durch die Schieber so viel verändern, ja, dass wir hier bestimmte, sagen wir mal, ja, Möglichkeiten haben, das uns so anzupassen, wie wir das wollen. Wenn wir das hier ganz nach unten ziehen, dann sind wir natürlich komplett hier ganz nach unten monochrom, Schwarz-Weiß-Bild. Okay, alles klar. Das wäre jetzt hier die zweite bzw. die dritte Möglichkeit schon, der künstlerische Weg. Und der letzte Weg, den ich euch zeige, ist der anspruchsvolle Weg, sagen wir mal, die anspruchsvolle Art und Weise. Und ich würde auch vorschlagen, die nehme ich dann für mich. Im Speziellen, das wäre über den Kanalmixer. Den schalte ich jetzt mal hier ein. Und hier unten, hier oben stellen wir unsere Farbe auf Graustufen. Und jetzt können wir hier bei den Graustufen unseren Schieber nehmen und dementsprechend hier uns das aufhellen in dem Bereich, im roten Bereich. Im grünen Bereich nehmen wir in etwa die gleiche Stärke, ne? Wenn wir das also auf allen Kanälen gleich haben wollen. Und hier auch. Hätten wir jetzt hier ein Schwarz-Weiß-Bild dementsprechend. Wir können natürlich jetzt hier auf diese Art und Weise uns das Bild so gestalten, auch natürlich über die einzelnen Regler, wie uns das am besten gefällt, wenn man mehr Kontrast hineinbringen will oder mehr Helligkeit oder abdunkeln möchte. Das ist Geschmackssache. Aber wichtig ist, beim Kanalmixer einfach hier, sagen wir mal, das auf, sagen wir mal 250, fangen wir mal an irgendwo, oder 246, das ist jetzt hier nicht ganz so genau zu nehmen, ob das jetzt ein bisschen mehr oder weniger ist. So, und ihr seht, dementsprechend hätten wir jetzt fast die Kanäle gleich. Und hätten hier also ein monochromes Foto erstellt aus einem digitalen Foto. Na, jetzt kann ich das hier dementsprechend bearbeiten, aufhellen. Und ja, wie es uns am besten gefällt, das wäre sozusagen dann die vierte Methode. Natürlich können wir hier über Speedtoning noch Effekte hinzufügen. Aber das ist eine Sache, die kann man später machen. Aber wichtig ist, dass wir hier erst einmal über diese vier verschiedenen Möglichkeiten gesehen haben, wie wir Schwarz-Weiß-Fotos in ja, Darktable erstellen können.
Ach, ich nehme den Speedtoning-Effekt dazu für das Deckbild bei YouTube. Müsste nicht sein, aber ich mache das mal. Da sieht es ein bisschen besser aus, noch ein bisschen künstlerischer aus und lasse hier die Standardwerte stehen. Okay, ich hoffe, ich konnte ein wenig weiterhelfen. Wenn es euch Freude gemacht hat, schreibt mir doch einen Kommentar bitte oder da gebt mir bitte einen Daumen hoch. Und für die neuen Menschen, die hergekommen sind, das ist mein 303. Upload auf meinem Kanal. Schaut doch mal da vorbei. Es ist sicher bestimmt irgendein Tutorial für euch dabei. Und wenn es euch gefällt, lasst mir einfach ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Und ja, auf die nächsten 300 Tutorials. Ja, herzlichen Dank nochmal fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal.